So, und damit herzlich willkommen zum heutigen Sunday Special, während ich mein Fenster auf habe. Aber egal, nämlich Puzzle Quest 2. Wir spielen mit dem Gamepad. Ich mache mal eben das Fenster zu. Ich erzähle gleich weiter. So, draußen ging mir auf die Eier. Puzzle Quest 2 ist ein, komisches Spiel. Nein, eigentlich ein ganz geiles Game. Ihr werdet sehen, wir werden nicht mit meiner Tempest spielen, weil die ist fast Max Level. Neuer Hit. Es ist ein Rollenspiel. Jein, also eins ist Singleplayer, ja, aber da kann man rumlatschen. Aber man kann auch was anderes machen. Und ich bin am Überlegen, was ich nehme. Das sind so Zufallsnamen, man kann auch eigene Namen eingeben. So ist es nicht. Man kann aber leider nichts mehr so dann verändern. Leider. Und glaube ich nehme Baban. Baban nehme ich. So. Nikolas heißt der. Nicht Nikolaus, sondern Nikolas. Wir spielen erstmal auf leicht. Um es zu erklären. Hier können wir Aufsatz machen, dann spielen wir die Kampagne. Inventar ist unser Inventar. Ja, jetzt klabern die mir wieder dicht. Speichert. Das ist das Problem ist, irgendwie hat es mit der Gamepad-Steuerung. Darum muss ich immer schneller Kampf machen. Wir machen einen schneller Kampf. Man kann hier gegen mehrere verschiedene Monster kämpfen. Und wir werden gegen den Rattenschwarm kämpfen. Die ersten Monster da im RPG sind immer Ratten. Und so ist das Spiel aufgebaut. So. Relativ simpel. Man hat hier, wenn man drei in eine Reihe macht, ist der Zug. Mach mal einen Zug. Man kann hier auch Mana benutzen. Dafür brauchen wir aber. Ich kann ab die Maus ja noch zur Hilfe. Wir können Mana benutzen. Das ist unser Mana-Vorrat. Das kriegen wir durch diese Kugeln hier. Und das sind Angriffspulks, die wir haben, also Angriffspunkte. Damit können wir unsere Waffen benutzen. Wir haben nur keine. Der Gegner hat welche. Und der hat eine 29er Rüstung. Ja, leck mir am Mob. So, wollen wir mal spielen. Bei 3 ist ein ganz normaler Zug. Bei 4 isst man noch einmal. Es wurde am Anfang gezeigt, es hat ein bisschen geleckt. Liegt daran, dass das Spiel ein bisschen, naja, grob programmiert ist, würde ich mal sagen. Ne? So sieht das aus. Es ist der Gegner dran. Der bewirkt Schaden, indem er alle Roten zerstört. Alter. Au. Hier haben wir einen Vierer. Da sind wir nochmal dran. Wow, 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 wow. Hier haben wir das noch. Hier haben wir da nochmal einen. Und das hier, die Totenköpfe, sind ganz normale Angriffspunkte. Das heißt, wir machen ihm Schaden. Ohne diese Hände zu benutzen, diese Schlagangriffe. So, das hier oben, wo der Kreis jetzt drauf ist, das ist einmal 2 Bonus. Erklärt sich von alleine, wenn man Mana damit verwendet, kriegt man mal 2 Mana. Ich drücke dem erstmal überhaupt Schaden. Gut. Das Spiel ist halt so, so wird das ganze Spiel. Ich kann ja später mal meinen großen Helden zeigen. Hier, guck mal, hier schön. So. Hier haben wir nochmal einen schönen blau, gelben. Das hier ist mal 5, plus 5 Schaden. Das ist, der macht alles im Umfeld kaputt, wenn der aktiviert wird. Und den aktivieren wir mal. So, kriegt er Schaden. Und er setzt den winziger Biss ein, der uns 6 Schaden zufügt. So, dann setzen wir mal unseren Prügel ein. Wow. Hammerhart. Dafür habe ich den Zug verballert. Gut, muss ich mich jetzt umgewöhnen, weil ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen stärkeren Charakter. Der Level 48 ist 50, ist Max. World of Warcry, wer dieses Strategiespiel kennt, weiß, diese Person oder die Leute, die das kennen, wissen, dass Puzzle Quest auf dieser Warlords-Geschichte basieren tut. Ich kenne sie nicht komplett. Ich weiß es nicht. Das
ist natürlich jetzt schnuppoptimal. Das ist jetzt sehr optimal. Okay, machen wir es so. Ja, super, Ingo. Okay. Und den ersten Teil wollte ich jetzt mal, kann man so sagen. Puzzle Quest 1 wollte ich mal let's playen mit einem kleinen, na, ein bisschen was anderes. Ist ein bisschen größer, das Projekt. Wird auch noch kommen. Wahrscheinlich gucken wir mal dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht habe ich die Zeit dafür. Es ist sehr knapp, der Kampf. Ah ja, und man kann blocken, dann wird der Schaden nur mal zwei durch zwei gesetzt. Au. Okay, wir sind tot. Gut, wir haben verloren, wir sind aber nicht komplett tot. Wir kriegen Erfahrung. Und ihr seht schon, ich muss wieder zurück, das ist so nervig. Wir setzen... Wir gehen mal erstmal in Auftrag rein. Nein, wie ging das denn so schnell? Egal. Nee, ich weiß, was ich jetzt mache. Haha, haha, haha. Da, Tempest. Habe ich was Schönes. Habe ich was Schönes für euch. Ausdauerkampf. Ausdauerkampf. Das ist mit unseren 364 Leben so viel lange kommen, wie wir wollen. Wie wir schaffen. Probieren wir es mal. So, erster Sieg. Gut, die ist natürlich sehr stark. So, zweiter Gegner. Gleiches Ding, nur anders. Der hat ein bisschen mehr Leben, der Typ. Machen aber mehr Schaden auch. Ihr seht, ich habe hier... Was habe ich denn hier? Ich habe hier ein... So war das. Ein meisterhafter Hexenklinge. Meisterhafter Hexenklinge. Und eine epische gehirngeschmiedete... ein episch... Der Name ist nicht ganz angezeigt. Episch höllengeschmiedete Spinnengift-Dolch. Hört sich alles ein bisschen krass an. Ist auch so. So. Hier ist mal 6er Bonus. Zack, 36. Perfekt. Hier, er macht hier große Welle. Ja. Interessiert uns gar nicht. Ich will jetzt einfach mal hier richtig schon. Hier, diese Zauber, die sind einfach wirklich nur noch für was ganz Mieses, Mieses, Mieses. Zum Beispiel, ja, lohnt sich es nicht. Aber hier, schneller Schlag, zerstört alle Game und macht die in Lilande. So, sieht man schon, damit mache ich viel kaputt beim Gegner auch. Genauso wie der Steinschlag, der macht auch alles zu Lilande. So. Und jetzt kann man schön ordentlich den Gegner bearbeiten. Das ist so meine Skillung, die ich immer mit habe. Und gewonnen. Weil wir Schaden machen und. Also und hier kriegen wir den Eisbär. Das geht irgendwie hier nicht so ganz, wie man sieht. Und die Musik ist geil. Habe ich das schon erwähnt? Nein? Gut, jetzt schon. Da bin ich immer irgendwie ein Herr der Ringe gerade. Frag mich nicht warum. Hier kriegen wir 150 Mana. Mal 5, mal 6. Kommt gut hin. Kommt geil hin. Weil ich krieg ein bisschen mehr Mana. So, hier haben wir jetzt schön Frostschlag, alles blaue. Schneller Schlag, alles gelbe. Und Feuerschlag, alles rote. Schneller Schlag macht Sinn, weil wir da ein Vierer durchbauen können. Hier vorne. Genau, da ist einer gewesen. Gut, ihr seht es noch nicht so. Ich sehe das ja schon ein bisschen länger. Hier zum Beispiel durch den Frostschlag kann ich diese Reihe hier machen, wenn das nicht ablockt. Und hat einen Fünfer. Ein Fünfer bringt einen Bonus drauf. Ein Juwel. Das mir wieder Mana gibt. So. Ist alles ein bisschen kompliziert am Anfang, ist aber eigentlich relativ easy. Es ist halt irgendwann nur noch Combo über Combo. Okay, er nimmt sich das hier, ist ja klar. Nur, dass das manchmal so lecken tut. Das ist aber irgendwie vom Spiel aus. So. Jetzt komme ich. Mit einem Giftschlag. Zack. So, der kriegt halt jede Runde 6 Schaden. Jede Runde, 8 Runden lang, 6 Schaden.
klingt nicht viel, aber für solche Runden, wo du nichts machst, also wo du nur Mana sammelst oder so, ist das schon ganz geil. Gut, jetzt kriegt er aber... Und es addiert sich zu den normalen Schaden. Genau, da war ja was. So, jetzt müssen wir mal gucken. 24 braucht er voll. Okay, ist egal. Denn wir gucken uns jetzt mal an, wo haben wir denn am meisten... Also wo könnten wir einen Vierer hinkriegen? Also Vierer, das hört sich dumm an. Wer jetzt zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Also viel, was kaputt zu machen ist. Eigentlich gar nicht. Wenn ich rot mache, kriegt der nämlich... wenn ich rot mache, kriegt der hier eine Chance auf einen Vierer. Will ich nicht. Ganz und gar nicht. Holen wir uns erstmal weg hier, die Scheiße. So. So, jetzt ist das Feld natürlich wieder ganz anders. Aber guck mal hier, da ist schon mal so ein Vierer, von dem ich gerade eben gelabert habe. Machen wir einfach, gehen wir das Risiko ein. Er macht es nicht, das ist ganz gut. Weil jetzt kriegt er Schaden, blockt die Scheiße, kriegt nur die Hälfte Schaden. Bei 13 wäre es 6, weil immer weniger Schaden ist. Und wir haben es geschafft. So, dann gehen wir in den nächsten Kampf. König Gott! Du beginnst. Wir haben am Anfang gleich schon Feuerschlag, weil ich relativ viel rotes Mana am Anfang kriege. Sieht man später auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier reinmache, sieht man automatisch 21 rotes Mana. Der ist gut. Ah ja, und den Schaden, den wir erleiden, behalten wir. Das ist ganz geil. Aber dafür habe ich Bandage mit. Bandage heilt mich für mein rot-grünes Mana, was ich habe. Halt einen Punkt für jedes grüne Mana-Punkt des Zauberers. Denkt ihr, das grüne Mana auf 0 hat bei jeder aktiver Tarnung den doppelten Effekt. Gut, dies habe ich jetzt nicht, die Tarnung drauf. Ist auch nicht egal, ist auch egal. Weil so Tarnung ist einfach so, du tarnst dich und setzt das dann ein, dann heilt sich extrem gut. Und du relativ wenig Schaden sogar bekommst, Leute. Das sollte so sein. Ich habe am Anfang mal mit Tarnung gespielt. Wie gesagt, ich bin der eine, will noch ein Level 50 werden. Oh, ich darf zufallsmäßig nochmal. Geil. So. Das hier zählt als ja als random, also alle fünf, ne? Und damit haben wir hier einen Vierer gebildet. Geil. Ich sollte mal aufhören mit diesem geil. Das geht mir ja selber auch gerade auf dem Schnippel. So. So. Das muss ich mal selber gucken. So, da haben wir ein blaues Mana. Hier haben wir das. Es geht ein paar Leuten vielleicht zu schnell. Ja, dabei gucke ich mich gerade auch nur auf der Karte um. Das ist sehr geil, Jan. Sehr geil, Dojok. Okay. Ah ja, wenn keine Züge mehr sind, das ist jetzt momentan nicht der Fall, wenn keine Züge mehr sind, frei sind mit Belmana, das gibt ja die Chance, dann ist Mana-Schwund. Das heißt, jeder verliert alles Mana. Komplett. Das habe ich, glaube ich, in diesem Spiel schon so oft erzeugt, durch meine Zauber. Kann ich gar nicht mehr erzählen. Schaden könnte ich machen, aber das ist taktisch besser gewesen. Das ist gut. Nein, eigentlich nicht. Einmal mal einen Feuerschlag reinmachen. Der ist ganz gut. Und dann noch einen schnellen Schlag. Man sieht, irgendwann setze ich noch diese Zauber ein. Weil sie halt so verdammt gut sind. Au. Ich wollte gerade sagen, das macht mehr Sinn. Das ist natürlich jetzt mies. Der nicht in einer Reihe. Man muss vordenken, das ist immer so. Ich gehe das Risiko ein. Hat er eigentlich gehofft? Ja, ich darf nochmal. Gut. Ach, weil er benebelt ist oder was? Ja, okay. Weiß ich. Kann ich irgendwie nicht gerade rauf. Ist egal.
ist gut für uns. Nicht für den, aber gut für uns. Ja, scheiße. Ich würde mal sagen, dann bandagieren wir uns mal eben. Zack, 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 zack. Medikit geworfen. Übler Geist. Betäubt und macht Schaden. What the fuck? Was war das jetzt? Hallo? Wo war der Schaden? Hallo? Kein Schaden verfügbar. Bitte wählen Sie erstmal die Null. Ja, bin ich gerade am Überlegen, was ich mache. Weil es alles so weit auseinander gerade. Gut, er blockt es. Mist! Mist! Ja, 10 Schaden. Annehmbar. Weil der kriegt jetzt, glaube ich, gleich sowas von aufs Maul. Hab ich so gehört. Hab ich nur so gehört. Stand irgendwo in irgendeinem Kommentar, dass der sowas von aufs Maul bekommt. Jetzt geht's los. Heile ich mich eigentlich? Hab ich irgendwo einen Heilteil mit? Ja, 8 rotes Mana bei Start. Nö, ich hab irgendwie kein Heil mit. Okay, scheiße. Das ist dumm. Egal. Eigentlich bei Ausdauer macht man eigentlich immer mit Heilen, Heilen, Heilen. Permanent Heilung, permanent Heilung. Heilung. Ach so, der muss öfters aussetzen durch seine Skills. Mann, ist das ein schlechter Gegner. Aber dafür blockt er gut. Warte mal. Muss ich jetzt gucken, bevor ich diesen Fehler eingehe. Egal. YOLO! 29 Schaden, das war schön. Das war gut. Das war gut. Das war echt gut. Au, au. Betäubt bei Schaden. Ach, betäubt bei Schaden. Okay. Bei Schaden für ihn oder für mich? Wenn nämlich bei mir nur, dann ist es jetzt vorbei mit dir. Und auch nicht, doch. Ich zieh das jetzt so lange durch. Wie ich kann. Hals. Krause. Hals, Krause? Toll. Nein, ich will weitermachen. Mist, 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 Mist. Scheiße. Scheiße. Egal. Haha. Alter. Das war gut. Also diese Runde. Aber nicht so geil, wie ich es eigentlich wollte. Ah ja, und unerlaubter Zug gibt's auch. Scheiße. Ich hab keine Waffe. Au. Ich weiß, wie das gebaut ist. Das ist gut, das Teil. Eigentlich ist das gar nicht so dumm. Die ganze Zeit den Gegner nur betäuben lassen, wenn du Schaden machst. Wie heißt die Scheiße? Übler Gestank. Muss mal gucken, ob ich das vielleicht zähmen kann. Zeige ich euch gleich auch noch. Geht das? War das hier? Ja, das war hier. Muss ich gleich mal. Guck ich gleich mal an. Irgendwie war das was. Ja. Nee, das war. Ich muss gucken. War doch hier. Waffenschmieden und so. War das hier? Oder war das in einem anderen Teil? War es im ersten Teil? Kann nur im ersten Teil gewesen sein. Der war gut, der war schön, der erste Teil. Aber der zweite ist jetzt auch nicht so schlecht.
Der erste Teil war nur echt ziemlich episch. Ziemlich. Warum nicht? Man darf ja auch mal Glück in dem Spiel haben. So. So viel Lila. Nur Lila macht Lila. Bam. Nein. Wie lange hält er denn noch aus? Ah, geil. Tödlich. Ach. Voll vergessen. Ja, geil. Ja, geil. Ich muss mich umhalten mit dem Leben, das ist das Problem. Das ist das Problem. Problem, Junge, Problem. Scheiße. Es war gut, dass ich das noch nicht gedrückt wurde. Nein, ich hab keinen. Jawohl, geht trotzdem. Ist wunderbar, ist vorbei, mein Freund, ist vorbei. Pang, selbst wenn du blocken tust, ist vorbei. So,